Learn German with Anja! Hallo alle zusammen! Was ist das? Was ist das? Das ist ein Brief. Der Brief. So, heute sprechen wir darüber, wie man einen Brief schreibt. Today we will talk about how to write a letter. Ja? Heute sprechen wir darüber, wie man einen Brief schreibt. Alles klar? Los geht's! So, in der Prüfung A1 und A2 müsst ihr auch einen Brief oder eine E-Mail schreiben. Ja, in der Prüfung, in the exam of A1 and A2, you also have to write a letter or an E-Mail. Und heute üben wir das zusammen. Together. Let's have a look at this. So, this is from the Goethe-Institut. Das ist von dem Goethe-Institut. Und das ist die Prüfung Fit in Deutsch 1. Ja? This is an exam, actually. It's just an example exam. Und schreiben. To write. No? So, let's just do this exercise together. Ja, wir machen diese Übung zusammen. Und dann könnt ihr sehen, wie man in Deutsch einen Brief schreibt. Du hast diese E-Mail bekommen. You got this E-Mail. Antworte darauf bitte mit mindestens 30 Wörtern. Please answer to this email with at least 30 words. Mindestens. At least. Schreibe bitte nicht mit Bleistift. Please don't write with a pencil. Okay, los geht's. So, das ist die E-Mail. Guten Tag, ich heiße Natascha und bin 16 Jahre alt. Ja, my name is Natascha, I'm 16 years old. Ich wohne in Novosibirsk und lerne schon seit 4 Jahren Deutsch. She's already learning German since for 4 years. Meine Hobbys sind Bücher, Deutsch und Katzen. Ja, Katzen, Cats. Miau, ja. Wer ist 12 bis 15 Jahre alt und schreibt mir? Who is 12 to 15 years old and writes to me? Das ist komisch. That's a little bit weird. She's 16 years old and she wants somebody 12 to 15 years old to write to her. Why is that? Das verstehe ich nicht. I don't get it, to be honest. But no worries, that's still a good exercise. Und schreibt mir. Ich freue mich über Briefe auf Deutsch aus der ganzen Welt. Ja, yeah? I'm looking forward to get letters from the whole world, aus der ganzen Welt. Hoffentlich bis bald. Hopefully hear from you soon or see you soon. Ja, yeah? Bis bald ist just something soon. Das ist die Aufgabe. This is the exercise. Los geht's. Der Brief oder die E-Mail sollte drei Teile haben, ja? Should have three parts. Drei Teile. Zuerst die Einleitung, the introduction, die Einleitung. Dann der Hauptteil, the main part. Stell dich vor, introduce yourself. So, for example, Name, Alter, Age, no? Then school, what school you're going to, Schule, Hobbys. Dann Deutsch, ja, sprichst du gut Deutsch oder seit wann lernst du Deutsch? Since when are you learning German and things like that. Und als drittes der Schluss, the end, der Schluss, ja. Das ist ein typischer Brief. This is a typical letter or also a typical email. If you write anybody an email, this is usually what you need, ja. Das ist normalerweise, was du brauchst. So, los geht's. Zuerst, liebe Natascha, ja, liebe Natascha. This girl was called Natascha. Siehst du hier? Ich heiße Natascha. So. Und, oder hallo Natascha. Und wenn es ein Junge ist oder ein Mann, if it's a boy or a man, you would say lieber, lieber. Ja? Zum Beispiel lieber Thomas oder lieber Wolfgang. Ja? Und so weiter. Lieber mit R. Und liebe für Frauen. Okay. So. You can say, for example, ich möchte gern dein Brieffreund sein. Ja? I would love to be your letter friend, your pen pal. Oder deine Brieffreundin, if you are a girl. Brieffreundin. Okay? Oder ich würde mir gern mit dir schreiben. I would love to write with you. Ich würde mir gern mit dir schreiben. Oder ich habe Lust, dir auf Deutsch zu schreiben. Ich habe Lust, I feel like I would like to write you in German. So, und jetzt
Der Hauptteil. Das ist der Hauptteil. This is the main part. For example, you can say, mein Name ist Anja. Or you could say, ich bin, whoever, ich bin Anja. Oder ich heiße Anja. Ja? And then, und ich komme aus Deutschland. Oder ich komme aus Syrien. Ich komme aus den USA. Ich komme aus dem Irak. Ich komme aus Australien. Ich komme aus Japan. Und so weiter. And so on. Okay? So, dann dein Alter. Now your age. Ich bin Jahre alt. Denn seit Jahren lerne ich Deutsch. Ja, so for example, you can change the sentence structure a little bit. So now you start with seit bla Jahren lerne ich Deutsch. So you don't always say ich lerne bla, ich do this, ich, ja? Seit, let's say, seit 2 Jahren lerne ich Deutsch. Ich habe eine Katze und einen Hund. I have a cat and a dog. Ja, einen. Akkusativ. Ich habe einen Hund. In meiner Freizeit spiele ich gern Fußball oder Basketball oder in meiner Freizeit tanze ich gern. I like to dance. Or whatever, ja? Yeah? Okay. Außerdem mag ich Sprachen. This is a good word. Außerdem means besides this. I also like languages. Das ist... These are little words which will help you to create nice sentences, yeah? Und zum Beispiel this one also, leider, unfortunately. Leider habe ich nicht so viel Zeit. Unfortunately, I don't have that much time. Weil ich viele Hausaufgaben bekomme. Because I get so much homework, no? Deswegen können wir uns nur einmal pro Monat schreiben. That's why we can only write each other once per month. So this is all, I made all of this up, yeah? It's just to give you some ideas what you could write about. So, for example, einmal pro Monat, yeah? Wir können uns einmal pro Monat schreiben, once per month. Ist das okay für dich? This is also something good. Is this good for you? Is this okay for you? Oder passt dir das? Yeah, this is very German. It's like, passt dir das? Does that work for you? Does this work for you? Yeah, passt dir das? Literally, this means, does it fit you, literally. But it's just like, is it good for you? Does that suit you? Okay? So, und jetzt das Ende, das Ende, der Schluss. Ich freue mich auf deine Antwort. I'm looking forward to your answer, to your reply. Ich freue mich auf deinen Brief. Ja, Akkusativ. Ich freue mich auf deinen Brief. I'm looking forward to your letter. Bitte antworte mir schnell. You could also say, please answer me quickly. No? Bitte antworte mir schnell. Ja? Oder ich hoffe, du antwortest mir bald. I hope you will soon answer me. Ich hoffe, du antwortest mir bald. Oder hoffentlich sehen wir uns bald. Hoffentlich. No? Very good. Hoffentlich, hopefully. And then remember, the verb is in the second position. Hoffentlich sehen wir uns bald. Hopefully, we will see each other soon. Okay, sehen, zweite Position. Und dann, ich bin froh, dass wir uns schreiben, for example, no? Ich bin froh, I am happy, oder ich bin glücklich. Ich bin froh, I'm happy that we are writing to each other. Ich bin froh, ich bin glücklich, dass wir uns schreiben. So, and then in the end you can say so many things, yeah, to say goodbye, so many things. Liebe Grüße is kind regards, yeah, and some Germans also write it like this, but don't do this in the exam, yeah, mach das nicht in der Prüfung, aber du kannst zum Beispiel LG, liebe Grüße, oder viele Grüße, VG, yeah, aber in der Prüfung schreibst du das, yeah, in the exam you write this, viele Grüße, oder alles Liebe, lots of love, bis bald, see you soon, oder bis dann, see you then, yeah, so lots of ways to finish it. Yeah, in the email, it doesn't really matter. I usually use this one. I can just tell you. This is usually what I like it. Yeah, ich mag das. Oder alles Liebe, das ist auch sehr, sehr nett. Very, very nice also. Bis bald, bis dann. Yeah, between
Friends, of course, and family, this is also very common. So just these are a few words that you should remember maybe. Immer, means always. Immer, 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 immer. Oder natürlich, of course. Natürlich mache ich das für dich. Oder natürlich schreibe ich dir. Of course, I will write you. Okay? Vielleicht, maybe, also very good for a letter. Maybe, ja? Yeah? Vielleicht können wir uns schreiben. Maybe we can write to each other. Oder vielleicht können wir uns treffen. Ja? Oder vielleicht können wir uns bald sehen. Maybe we can see each other soon. Bald sehen. Okay? So, und manchmal, it means sometimes, ja? Yeah? Manchmal. Manchmal lerne ich Deutsch. Sometimes I learn German. So, das sind Kleinigkeiten. These are little things which you should remember, okay? So, yeah, remember these three things. Einleitung, Hauptteil und Schluss. Yeah, in this case, the Hauptteil is just writing about yourself, presenting yourself, yeah? Ich stelle mich vor. I introduce myself, you see, like she did. So, okay, and you can start always Liebe. Liebe is good. Or for a guy, lieber. Lieber, okay? And then you can just write one sentence, for example. Ich würde mir gern mit dir schreiben. Oder ich möchte gern dein Brieffreund sein. Sein means to be, no? Okay, so I would like to be your pen pal. And then you introduce yourself. That's the easiest part, no? Mein Name ist bla. Ich bin bla Jahre alt. Seit 2 Jahren lerne ich Deutsch. Oder you can also say, for example, seit einem Jahr lerne ich Deutsch. Ja, seit einem Jahr. That would be singular. Und ich habe eine Katze und einen Hund in meiner Freizeit. No? Or you can say, my hobbies are. Ja, so these are little things. And then the end is always, you can just remember the ones which are easy for you, ja? Merke dir die Sätze, die einfach für dich sind. Zum Beispiel, ich freue mich auf deine Antwort. That sounds good, it's not too hard, you know? I'm looking forward to your answer. Oder ich bin froh, dass wir uns schreiben, ja? And then liebe Grüße oder alles Liebe, bla. Okay, das ist, and then your name, of course, Anja. So, das sind, ja, das ist ein Brief in Deutsch zwischen Freunden und Familie, ja, between friends and family. Okay, I hope this helps you. Und die Hausaufgabe for you, die Hausaufgabe für dich ist, please write a short letter to me, ja. Du schreibst einen Brief an mich. So, you just introduce yourself. You can write maybe 3 to 5 sentences, ja? 3 bis 5 Sätze. Ganz kurz, very short. Just, liebe Anja, ich heiße bla und ich komme aus bla und ich lerne seit 5 Jahren Deutsch. Tschüss! Oder liebe Grüße, your name. Ja, ganz einfach, very easy. Das ist deine Hausaufgabe, this is your homework. Bitte schreibe sie in die Kommentare. Dankeschön und tschüss!